Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in einer Vorschau von Black Skylands und das ist die Nummer 5. Und ja, wir schauen einmal weiter. Wir wollten mit weiß ich nicht, wie sie heißt, sprechen. Aber das machen wir jetzt gleich nach dem Intro. So, da sind wir jetzt am Hafen. Elsie steht vor uns, so heißt sie. Und sprengen wir mit ihr, ne? Elsie, Eva, ich brauche deine Hilfe. Onkel Hirt hat mich gebeten, eine Waffenkammer zu bauen, aber alleine schaffe ich es nicht. Unsere Vorräte sind schon lange zu nahe gegangen. Wenn wir uns gegen den Schwarm verteidigen wollen, brauchen wir Waffen. Sammle Ressourcen, Stein, Holz und Altmetall. Kein Ziel, baue eine Waffenkammer. Ja, baue eine Waffenkammer. Wo ist jetzt mein Ziel mit der Waffenkammer? Finde ich hier was? Löschen. Kriegt man da was raus? Kriegt man da Holz raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Baue eine Waffenkammer. Hier kannst du noch nicht mehr weitergehen, ne? Das war falsch. Ich wollte E drücken, nicht R. Jetzt haben wir reloaded. Kann man hier was machen? Ja, da. Das ist ein Lager. Kann man mit irgendwem hier sprechen? Nein, kann man nicht. Wenn ich mal wüsste, wo ich jetzt hier was herkriege, ne? Gehe zum Arsenal und drücke E, um dich zu heilen und deine Munition aufzufüllen. Wo ist das Arsenal? Das ist doch unser altes Zuhause hier, ne, oder? Hier könnte ich jetzt schlafen, aber will er nicht. Das kann ich jetzt alles hier wegmachen. Muss man wahrscheinlich auch, um ein Grundstück zu haben, wo man dann die Waffenkammer zum Beispiel bauen kann, ne? Garten, ah, Waffenkammer. Oh, kann man hier jetzt bauen oder was? Holz. Kann sein, dass ich das alle hab. Gedrückt halten Space, um das zu bauen. Jetzt haben wir hier eine Waffenkammer. Auch cool, oder? Öffne das Waffenkammer-Terminal. Ja, weiß ich auch nicht, wie das geht. Achso, einfach herstellen, eh. Fertig eine Schrotflinte, okay. Stärke. Die Stärke der Ausrüstung des Schiffs sind wichtige Indikatoren der Stärke eines Spielers. Gesamtstärke der Ausrüstung kann durch Panzerung, Tasche, Stiefel, Waffen, Waffenmodus, Artefakte, Granaten erhöht werden. Die Gesamtstärke der Ausrüstung entspricht dem Durchschnitt dieser Gegenstände und wird ganz oben im Tablett angezeigt. Okay. Haben wir. Eine Schrotflinte soll ich jetzt bauen. Das sieht alles nicht nach Schrotflinte aus. Das ist gesperrt und dann sehe ich jetzt hier keine Schrotflinte. Wenn das da oben eine war, dann sieht die sehr komisch aus. Ah, rechts steht sie auch, ne? Also das hier ist ein Gewehr. Das ist eine MP, das Scharfschützengewehr. Das ist eine Schrotflinte, okay. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht, ne? Fertige eine. Also ich soll die fertigen, ne? Aber... Pff. Kann ich sie kaufen? Dann kaufe ich sie. Anwende die Rückenstiche. Kann ich nicht lesen. Anwende dir die Rückenstiche Verbesserung im Waffenkammer. Scharfschützen. Ist das das? Rückenstiche. Scharfschützen, Spezialvisier. Ich glaube, das sind alles Übersetzungsfehler, wa?
Vielleicht ist das Ausrüstung. Leichte Rüstung, leichte Rüstung, leichte Gürtel. Verbesserung, Taschenlampe, Rückenstiche, da. Du kannst 10 Rückenstiche. Du kannst Gegner großen Schaden zufügen, indem du einen Haken in ihren Rücken rammst. Jetzt habe ich das geschafft. Sehr schön. Ist das Luma? Nee, ne? Note. Schwester fliegt schnell zur Großwasserinsel. Die Situation mit den Falken wird immer schlimmer. Ich glaube, sie haben ein Versteck gefunden. Mist, Aaron scheint es schlecht zu gehen. Ich muss schnellstens hinfliegen und ihm helfen. Verbesserung. Die Verbesserung des Spielers findest du in Waffenkammer-Terminals. Wenn du eine Verbesserung aktivierst, siehst du eine Bevölkerung ein. Setzt du eine Bevölkerung ein. Wenn du Verbesserungen deaktivierst, ist die eingesetzte Bevölkerung wieder ungenutzt und du kannst andere Verbesserungen wählen. Damit du mehr Bevölkerung erhältst, säubere Inseln, indem du alle Gegner auf ihnen vernichtest. Okay. Ja, jetzt soll ich irgendwo hinfliegen. Zur Großwasserinsel. Steuerrad übernehmen. Steuer verlassen, gedrückt halten, losfliegen. Bevölkerungsfluss. Befreite Inseln können angegriffen werden, wenn du sie nicht verteidigen kannst. Sinkt die Bevölkerungswert. Und wenn die demobilisierte Bevölkerung nicht ausreicht, wird ein Teil der Verfassung deaktiviert. Aha. Okay. Fliegen wir da mal hin, wa? Weiter rauszoomen kann ich nicht. Schauen wir mal, was auf der Großwasserinsel so los ist. Weiß nicht, ob das hier Wolken sind oder ob ich dagegen knalle. Sehen wir jetzt. Nur irgendwo Wolken oder so. Zwischendurch sind mal irgendwelche Schiffe da und so, ne? Keine Ahnung, was man hier machen muss. Hätte ich das entern, kapern können? Keine Ahnung. An der Insel muss ich wohl auch vorbei. Oh, die greifen mich an. Aber ich weiß nicht, wie ich die angreife. C ist Kanonen drehen. Und dann? Ich weiß nicht, wie ich die angreife. Gute Frage, ne? Okay, ich verstehe es. Wo ist nur meine Maus? Wo ist meine Maus? Das ist bestimmt eine Mine? Ja, die haben wir auch noch mitgenommen, ne? Jetzt ist es kaputt. Ich glaube, das Schiff habe ich gerade eben auch erwischt. Ob das gut oder schlecht war, weiß ich nicht. Ich fliege mal weiter zur Großwasserinsel. Und ignoriere, dass ich das Schiff da zerstört habe. Falkenbandit, diese Insel zu bewachen ist so langweilig. Die Kerle, die Aspia plündern, haben sicher viel mehr Spaß. Okay. Falkenbandit, das ist eine Motte. Ist diese aus dem Dorf entwischt? Wir sollten sie möglichst rasch einfangen. Okay. Was war das für ein Vieh? Was für eine Bestie. Was ist hier überhaupt los? Was macht diese Schwarmmonster hier? Zur Hölle damit, ich werde einfach die Tore verschließen. So große Monster aus den Schwarmen habe ich noch nie gesehen. Ich muss schnell Aaron suchen. Einzige gelangt zum Schalter der Haupttore. Ey, jetzt weiß ich nicht, wie ich die hier abschieße, ne? Habe ich die abgeschossen. Aber mein Schiff, das geht immer mehr Schrott. Okay, ich habe dieses... Gelange zum Schalter der Hauptinsel. Haupttore. Ja. Das muss ich wahrscheinlich eh drücken, damit ich das verlassen kann, ne? Okay. Wie komme ich nochmal hoch?
Ja, das war's wohl, ne? An der nächsten Langstrecke das hergestellt. Auch gut. Ja, schade, ne? Dass ich nicht wusste, wie das geht, ne? Okay, da weiß ich schon mal, dass ich so durchscrollen kann. Okay. Gelange zum Schalter der Hauptinsel. Was ist das? Ach, das ist eine Tankstelle. Ach so, und da muss ich jetzt hier unten hin. Alles klar. Und dann kann ich da wieder drauf. Ja. Jetzt ist mein Schiff wieder heiler, oder wie? Jetzt muss ich wieder da hoch. Das Schiff ist wieder kaputt. Wie kriege ich den an? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie man hier das ordentlich steuert und ich sehe auch meinen Marker irgendwie nicht, dass ich irgendwo schießen kann. Ja, jetzt ist mein Schiff wieder kaputt, ne? Also das mit der Steuerung ist nicht so. Tödliche Gefahr. Wenn du Gefahr läufst zu sterben, bringt Luma dich zu deinem Schiff und verbraucht dafür ein Luma-Energie. Wenn du Luma-Energie aufgebaut hast, bringt es dich zu dem Bett, in dem du es jetzt geschlafen hast. Also sterben kannst du nie wahrscheinlich. Na dann. Ist aber schon mal komisch, ne? Ich wollte jetzt hier gerade ein bisschen was machen, aber es geht wo. Ach, ich muss ja immer da das Kreuz drauf haben, ne? Dann kann ich nämlich hier durchgehen, wenn ich das weggeräumt habe, oder? Ah, das war jetzt falsch. Dann ist das nicht immer alles im Weg, oder? So, da ist abgeschlossen. Ach, hier kann man am Rand noch nicht mal durchgehen, oder was? Meine Güte. Steuer übernehmen. Ja, ich fliege jetzt. Versuche ich schon eine ganze Weile. Und irgendwann kommen wieder irgendwelche Gegner und dann habe ich wieder ein Problem. Der gut oder böse, weiß ich nicht. Das ist eine Mine. Das wissen wir jetzt schon, glaube ich. Oh, da kann man fischen, okay. Man kann auch bremsen, sehe ich gerade. Steuerung müssen wir nur einer erklären, ne? Wie kann ich denn hier was steuern, ha? Achso, da kann ich. Mit C kann ich dies hin und her machen. Und gibt es irgendwo andere Kommandos? Ach, schade, das ist eine Karte, ne? Auf Tab. Es gab hier vorhin mal irgendwann so eine Liste links, die ich aber nicht mehr sehe. Oder 19 Meter noch. Oh, das ist die falsche Insel. Schießt ihr auf mich? Shiny, ne? Ja. Die schießen ja alle auf mich. Warte mal, was ist das? Also, ich muss E drücken, um da wegzukommen. Geh da mal drauf und lese das mal. Die Versuche. Der Streit zwischen Aqua und Interfizien sozusagen lange hin, dass eine Gruppe von Geschichtsschreibern beschlossen, sich in Wissenschaftlern umzubenennen. Geschichtsschreiber, okay. Jetzt werden, wenn sie ihre ganze Zeit darauf den Unterschied zwischen einem Wissenschaftler und einem Geschichtsschreiber herauszufinden. Okay, alles Blödsinn gewesen, da drauf zu gehen, ne?
kann ich jetzt hier mal gerade an Steuer? Ach, da muss man immer mit dem Kreuz drauf, das ist auch so eine Schichte. So, da hinten muss ich jetzt gleich wieder ans Land, ne? Und dann werde ich schon wieder ganz stark angegriffen wahrscheinlich. Gut, aber ich guck mal, ob wir hier speichern können. Und wenn wir hier speichern können, dann machen wir hier einen Cut. Ich denke mal, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann, ciao!